Ja, also ich sag mal herzlich willkommen. Wir sind heute hier bei Fridays for Future. Und wofür wir heute kämpfen, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Aber wir sind heute hier für eine gerechte Umweltpolitik und Einfluss der Jugend auf die Umwelt und auf die Politik. Ja, also was ich vielleicht am Anfang erstmal erwähnen sollte, wir sind heute hier nicht allein. Es sind heute, haben schon stattgefunden und sind immer noch am stattfinden, Demos und Streiks in über 50 Städten deutschlandweit. Genau, bis jetzt waren schon über 23.000 Schüler deutschlandweit auf der Straße. So eine große Bewegung an Schülern gab es wirklich lang nicht mehr und wir können alle froh sein, hier heute auch ein Part davon zu sein. Ja, und damit wollen wir eigentlich auch schon flüssig einsteigen. Mein Kollege sagt jetzt auch kurz, wie so ein bisschen der Ablauf ist und dann beginnen wir zu streiken. Ja, jetzt geht's los und am besten fangen wir jetzt gleich damit an zu sagen, von welchen Schulen wir kommen. Denn wir finden es unheimlich interessant, wie viele Schulen hier aus Potsdam und aus der Umgebung hier dran teilnehmen. Also am besten kommt von jeder Schule einfach einer mal vor, hier zum Mikro und sagt, von welcher Schule er kommt. Ja, ich glaube, wir sind heute alle hier vom Humboldt-Gymnasium! Cool, die Nächsten. Wir sind vom Ernst-Haeckel-Gymnasium in Werder. Wir sind vom Helmholtz-Gymnasium Potsdam. Ich bin von der Paul-Dessau-Gesamtschule in Zeuthen und ich glaube, ich bin auch die Einzige. Also ich bin vom Robert-Blum-Gymnasium in Berlin und soweit ich weiß, ist hier niemand mitgekommen. Aber vielleicht können wir jetzt mal so laut jubeln, dass sie das alle in ihren Klassen auch hören und nächsten Freitag auch in Berlin sind. Gesamtschule Da Vinci Potsdam. Peter-Josef-René-Gesamtschule. Wer möchte noch? Wir sind vom Evangelischen Gymnasium Hermannswerder. Wir sind von der Voltaire-Schule Potsdam. Ja. Ja, das sind ja schon richtig viele. Wir können im Laufe der Veranstaltung später auch noch mal auf die Schulen zurückkommen. Aber lasst uns jetzt erstmal damit beginnen, einen Kreis zu formen.